Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Pastelein. Ich hatte euch in meinem letzten Einkauf gezeigt, dass ich diesen Bannerstanzer gekauft habe und da wurde ich gefragt, ob ich dazu vielleicht ein Video machen könnte. Mache ich sehr gerne. Und zwar braucht man immer Papierstückchen. Ich habe jetzt hier 1 Inch, also hier drauf steht 1,5 Inch, 2,5 Inch und 2 Inch. Und die sollte man vorher zuschneiden und dann kann man die Banner machen. Ich zeige euch aber auch noch, wie man das machen kann, dass man sie noch schmäler kriegt, wie die 1,5 Inch. Also es geht wirklich richtig schnell. Ich zeige euch das mal. Wir legen das jetzt da unten an. Dann wird einfach gepanscht und schon hat man da unten ein kleines Fähnchen. Die Teile, die da rausfallen, die hebe ich mir auch auf. Warum, zeige ich euch gleich. So. Dann machen wir erstmal die 3 Farben. Dann nehmen wir einen Kartenaufleger. Ich glaube, der war 14,5. Ja, machen wir 14,5. Dann ist noch ein bisschen weiß zu sehen. Man kann, wie gesagt, auch einen farbigen Hintergrund nehmen. Und zwar machen wir dann 14,5. Dann machen wir 12,5. 12,5 muss man öfters drüber fahren. Ich bin auch gefragt worden, mal in einem Video, wie ich den Rollschneider, wie ich mit dem zurechtkomme. Ich komme super mit dem zurecht, der ist richtig klasse. Also kann ich nur weiterempfehlen. So, was habe ich jetzt gesagt? 12,5 und dann brauchen wir noch 10,5. So. Also wie gesagt, ich schaue danach halt nochmal, dass ich mir noch einen Hintergrund suche. Dann könnte man die hier zum Beispiel zur Hälfte draufsetzen und nochmal zur Hälfte. Reicht das Papier noch? Ich glaube nicht. Aber wir können sie mal ausprobieren. Aber ich glaube nein. Nee, leider nicht. Weil dann hätte man das nämlich noch so versetzen können. So. Und dann kann man da unten einen netten Spruch hinmachen und fertig ist eine Karte. Also ich schaue, dass ich nachher noch ein Papier finde. Irgendwo. Ich habe noch genügend Reste und dann kann man da noch eine Karte draus machen. So, bevor ich euch jetzt die Idee zeige mit den Resten aus denen, zeige ich euch noch, wie man die auch schmäler machen kann als 1 Inch. Und zwar, man schneidet sich das auf die Breite, wie man gerne hätte. Das hier sind zum Beispiel 1,4, würde ich sagen, Zentimeter. Und wenn man die halt da reinlegt, dann hat man da ein bisschen Luft. Aus dem Grund habe ich mir hinten die Mitte angezeichnet, schiebe das dann so rein. Und schau, dass der Strich genau hier in die, wie sagt man, in die Spitze reinpasst. Und schau auch, dass ich oben mit dem hier genau mittig bin. Und dann hat man nämlich ein schmales. Weil ich nämlich gestern geschaut habe, ob es auch noch schmäler gibt für 1 Inch oder 0,5 Inch, gibt es leider nicht. Oder ich habe es zumindest nicht gefunden. Und da kann man sich dann schmale machen. Man könnte auch so ein schmales machen und das dann oben drauf setzen, so ein kleines, breiteres. Könnte man auch machen. Wie gesagt, ich mache die Karten alle fertig und zeige euch die mal in einem der nächsten Videos. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun und dann schaue ich mal, wie wir das am besten hinkriegen. Hier ist meine Schüssel. Genau, das sind die ganzen Reste, die ich habe. Und da schaue ich, dass die alle die gleiche Breite haben. Ich glaube, die haben 2,5 Inch. Ach, hier habe ich auch noch ein ganz schmales gemacht. Man könnte auch nur eins drauf machen. Kann man auch machen. Also wie gesagt, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und aus den Resten habe ich mir überlegt, ob man die vielleicht so anbringt. Vielleicht auch so. Dann so, weil ich bin ja eigentlich schon ein Fan von Resteverwertung. Dann könnte man die hier
hier wieder hinsetzen. Ja, mal schauen, ich glaube, das ist jetzt eins zu schmal, das hier. Dann wieder so eins. Und dann schauen wir mal, ob unten noch welche hinpassen. Aber da habe ich jetzt nicht die passende Farbe, nicht die passende Breite. Man könnte es auch so machen. Da so ein schmäleres reinsetzen. Und unten dann noch mal so ein breites. So. Und hier haben wir auch noch mal ein schmales. Aber das schaut noch nichts aus. Schauen wir noch mal. Wir können es auch so, dass man es hier mittig reinsetzt. Und das hier auch. Und dann kann man hier in die Mitte schmale reinsetzen. Oder man könnte das freilassen und dann einen schwarzen Spruch reinstempeln. Wie gesagt, ich nehme die gerne von FGO, die kleinen. Und ja, wie ich das hier ausgestanzt habe, da sind mir so kleine Pfeile übrig geblieben. Das zeige ich euch auch noch. Wie gesagt, wir verwerten ja alles. Und da könnte man zum Beispiel... Ich zeige euch, hier habe ich noch ein paar farbige. Da braucht man aber dann wahrscheinlich noch einen roten Hintergrund. Genau das hatte ich gemacht für einen roten Hintergrund. Dann kann man das so machen. Oder man macht es so. Und könnte da vielleicht irgendwas reinstempeln. Wie gesagt, da muss man halt dann einen farbigen Hintergrund nehmen. Aber ich wollte es euch jetzt nur mal gezeigt haben. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Dann könnte man die auch nehmen und die so ein bisschen, na, vielleicht so ein bisschen versetzen. Ich tue es mal auf die Karte drauf, dann kann man sich es besser vorstellen. So auf eine Karte drauf. Oder man kann es auch so farbig machen. Könnte man auch. Also wie gesagt, da ist je nachdem, wie ihr das gerne hättet oder ihr das gerne machen wollt, könnt ihr das machen. Dann habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt die fertigen Fähnchen ausgestanzt habe, das zeige ich euch auch nochmal. Und zwar nehmen wir das hier her. Wo ist mein Stanzer? Da. Kann man, wenn das gestanzt ist, habe ich gestern, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, ich glaube, ich hatte schief geschnitten und habe es dann nochmal gemacht und habe dann gesehen, dass so kleine Pfeile übrig bleiben. Und wie gesagt, ich verwerte ja gerne Reste. Oh ja, das ist gut. Das ist auch so. Dann werden wir das dann noch nehmen. So. Und aus den Resten geht das eine noch? Nee, eher nicht. Nee, das ist zu kurz. Das geht nicht mehr. Dann machen wir noch ein braunes. So, könnte man so Pfeile draufsetzen. Finde ich auch sehr interessant. So, man kann es wie gesagt mit Abstand lassen, ganz aneinander hin machen. Man könnte es auch ein bisschen mit Abstand machen. Also ich finde, der Stanzer ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und man kann da echt schöne Karten draus machen. Falsch rum. So. Und so. Man könnte das auch noch auf schwarzes Papier kleben und dann erst auf die Karte. Also da, wie gesagt, kann man, je nachdem, welche Idee man hat, kann man die da in die Tat umsetzen. Also der ist wirklich vielseitig einsetzbar. Ich dachte, man kann nur so Fähnchen machen, aber je mehr ich Fähnchen gemacht habe, ich sehe schon, hier habe ich ganz schön viele Reste. Je nachdem, wie viel Fähnchen man macht, kriegt man halt Reste und dann habe ich halt die Reste verwertet. Also ich habe hier auch schon ganz schön... Habe ich auch ganz viele, die ich noch aufkleben muss. Die mache ich auch alle auf Karten drauf. Da muss ich nur mal schauen, wie genau. Genau, dann habe ich mir überlegt, man könnte das zum Beispiel auch so machen. Das schaut nämlich auch sehr nett aus. Wo habe ich die hin? Moment. Ich zeige es euch jetzt mit den zu breiten. Die anderen finde ich gerade nicht. Oder die müssen noch irgendwo, ja, irgendwo dazwischen sein. Mal kurz gucken. Ich finde es nicht. Wie gesagt, man könnte es auch so machen.
dreierlei farbig, finde ich auch sehr hübsch. Aber das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, wir nehmen die schwarzen, das sind glaube ich mehr. Genau, wenn dies fertig ausgestanzt ist, könnte man solche noch drauf machen. Könnte man auch. Oder man macht es so. Wäre auch eine Idee. Also wie gesagt, man kann da wirklich viele Ideen umsetzen. Man könnte das auch so drauf machen und das weglassen. Also ich finde das richtig schön. Da kann man wirklich sich austoben. Und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel ausstanzt und danach nicht weiß, was man damit macht. Also das waren jetzt, wie gesagt, meine Ideen. Und man kann es so schmal machen, wie man möchte. Also ich habe es, wir könnten es mal ausprobieren, wenn man es nur einen Zentimeter zum Beispiel breit macht, das Papier, ob das auch funktionieren würde. Das haben wir jetzt, das hat, wo ist mein Lineal hier? Das hat jetzt zum Beispiel 3,5. Wir schneiden das jetzt mal auf 3 cm. So, und hier schneiden wir auf 3 cm. Das heißt, obwohl wir können auch mal 2, so schmal habe ich es eigentlich noch nie gemacht. 2 cm. Dann bei einem Zentimeter anzeichnen. Wo ist mein Bleistift? Ach, wir können auch hier die Matte nehmen. Einmal hier. Und einmal hier. Dann anzeichnen. So. Dann tun wir das wieder so rein. Wie gesagt, wie vorher. Schauen, dass der Strich genau die Spitze trifft. Und da oben auch. Na. Ein bisschen friemelig, aber. Genau. Und schon hat man ganz schmal. Ja, ist jetzt nicht ganz so. Oder? Doch, von hinten. Es ist nur das Muster, was so ein bisschen versetzt ausschauen lässt. Genau. Und aus den kleinen Teilchen könnte man auch wieder eine Karte machen. Also wie gesagt, wenn ihr so Reste habt. Manchmal hat man ja so Reste übrig. Ich habe sogar ganz viele. Ich bewahre die immer in so einer Tasche auf. Da sind jetzt auch große mit drin, aber eigentlich habe ich auch ganz viele kleine. Dann ist das eine gute Resteverwertung. Und wie gesagt, man kann da richtig viele Karten draus machen. Entweder ein Die-Card noch drauf oder nur einen netten Spruch oder Glitzersteinchen oder was auch immer. Fertig ist eine Karte. So, das wäre jetzt meine Idee gewesen zu dem Stanzer. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren für neue Ideen. Und wünsche euch allen einen schönen Tag, eine schöne Woche und bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.